So, das ist der aktuelle Stand. Ich mach das hier mal zu. Verwenden tun wir die hier, den ganzen Shit von Kenny, was ja an sich bisher ganz gute Dienste geleistet hat, aber ich finde das auch sehr klobig. Weil halt die Ränder, keine Ahnung, wir schneiden da schon mal, alleine für den Firlefanz hier schneiden wir schon 9 oder 10 Pixel ab. Wir verlieren sehr viel Platz durch den Kram. So, was ich jetzt rausgesucht habe, man votet hier übrigens gerade dafür, dass du, während du das hier ausarbeitest, einen eigenen Stream machst. Das hatten wir ja mit Andy schon mal, erinnerst du dich? Wo ich Technik gestreamt habe und er hat parallel gestreamt und unsere Charaktere gezeichnet. Das war ziemlich cool. So, das ist das, was unser Monogame UI kann. Das ist aber jetzt nicht weiter relevant. Ich habe einfach mal bei diesen Asset Stores geguckt und habe dann sowas hier gefunden. Das ist mein Favorit. Das Ganze sieht in Aktion ungefähr so aus. Selbe Elemente, also hier oben kannst du es sehen ungefähr. Ja, ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum die ist. So. Von den Elementen her ist es das, was wir auch haben. Wir haben hier einen Charakter, Badge quasi mit einem Lebensbalken und einem Mana-Balken in dem Fall, aber was auch immer, also irgendwas. Hier unten die Toolbar mit den Werkzeugen drin. Hier sind es nur 8, wir bräuchten 10. Minimap, die ist in dem Fall rund. Hauptmenü, bla bla bla. Ist natürlich jetzt farbenfroher als das Ist, andere. ja, man sieht sofort, also ich meine, was ist das, wo kommt es her? Man sieht sofort, das ist ein Ritter. Es ist aus einem Ritterspiel, man sieht schon irgendwie auch das Wappen da. Also letztendlich finde ich, passt es nicht zu dem, was ihr macht. Da finde ich das andere fast passender. Ich finde es freundlicher und fröhlicher, man watscht bei euch, watschelt durch die Natur. Und ich weiß aber, was dich an dem anspricht. Also ich war, das ist natürlich schon aufgeräumt, durchgängig, einfach, simpel. Und hat trotzdem ein paar hübsche grafische Elemente, wie zum Beispiel hier diesen lustigen Rucksack, wenn es das Inventar ist, das Buch für ein Skript und so. Aber das würde zu einem Harry Potter Game oder irgend sowas passen und nicht zu eurem. Jetzt ist die Frage, was könnte man anlehnen und das irgendwie. Also der Einwurf von Julian ist gerade, dass das absolut in Richtung RPG geht. Also Rollenspiele, also es ist typisch Rollenspiel. Ja, genau. Aber das ist. Ist es seit ihr ein Rollenspiel? Wir sind ein Rollenspiel. Also so im weitesten Sinne. Also wenn wir jetzt mal Minecraft nehmen, ist das nicht wirklich noch. Also du Mir ist nimmst das nicht so die Rolle. fotorealistisch für eure Darstellung wiederum. Okay. Verstehst du? Also Ja, okay. Ja. ihr habt keine fotorealistische Darstellung. Ihr seid im Klötzchenmodus und benutzt für einen Klötzchenmodus ein sehr detailgetreues, also ich meine mit den Schattierungen und Ja, alles, das kann gutes natürlich Argument. alles Metallmessing und sonst was sein. Deshalb würde ich es fast für euch einfacher. Also ihr braucht da, ihr könnt da recht, eher, ich würde fast mehr in diesen dann den Comic-Style fast schon bevorzugen, eher in Okay, ich gucke jetzt gerade, aber ich hab noch ein paar andere Sachen ausgesucht, aber die gehen alle in dieselbe Richtung. Also ich habe alle RPG, das haben wir gerade gesehen, Fantasy Mobile, das ist das da, was mir zu, das ist noch schlimmer eigentlich. Klötzchen habe ich keine. Ich habe wirklich alle nur in dem Stil. Wir können natürlich. Eigentlich brauchen wir nur, mir würde es schon fast ausreichen, wenn man eine Fläche hätte, die zerfleddert ist am Rand oder Aline soll suchen. so. Ja. Ja, ich sage ja, sie ist ja die Spezialistin auch. Ich bin ja froh, dass ihr das jetzt mal anschaut. Ich Das habe ist. auch schon was, ich hätte jetzt schon was im Kopf, wie ich es mir vorstellen könnte. Aber zeig nochmal, also das war, da finde ich, muss ich sagen, das, was ihr bis jetzt hattet, auf jeden Fall noch passender. Also Was da denn? in diese, das ist eine sehr einfache, simple Geschichte. Und deshalb finde ich die passender zu dem als. Nicht was unbedingt schöner, dass das andere schön im Detail ist und toll ist, aber ich, passend zu eurem Spiel finde ich das mehr. Da fände ich jetzt noch cool, vielleicht, wenn die Ecken ausgefranst sind. Weißt du, was ich meine? Wie, wenn man einmal mit dem, ja, das kann ich das nur gar nicht. Sowas hier. Ja, so ein bisschen in die Richtung. Dann könnte man Also so es irgendwie Papyrus-mäßig. zum Beispiel. Oder dass es wirklich auch Sachen aus der Natur sind. Vielleicht ist es auch eine ganz simple Holzstruktur, die ihr da habt, eine ganz simple Steinstruktur. Das sind ja die Dinge, die ihr auch benutzt.
Und geh noch mal in euer Spiel. Kannst du mir noch mal das mit den Hintergrund mit dem Klötzchen zeigen? Oh, falsch. Und wir müssen uns, ich weiß, aber da bin ich nicht der Computerfreak. Ich muss mal ein bisschen, man muss ein bisschen mal gucken, wo man die Gewichtung hingibt eben. Also von der Form und sowas finde ich das schon sehr passend. Farben. Ich würde nur farblich da arbeiten. Weil man muss sich ein bisschen entscheiden, welche Sache soll knallen. Das Spiel oder die Buttons und Tools und alles, was ihr habt. Und man muss halt eben da ein bisschen den Kontrast schaffen und sagen, okay, wo gibt man mehr Gas? Ich könnte mir fast vorstellen, dass eure Welt ein bisschen zurückhaltender ist, also wie sie auch wirklich ist. Also wir haben ja wenig richtig knallige Farben in der Natur. Du hast mal hier ein Blümchen und sowas, aber letztendlich sind es eher. Und dann würde ich sagen, an den Buttons vorne würde ich ein bisschen mit knalligeren Farben arbeiten. Sehr gerne. Wäre jetzt mal. Sonst wird es. Wenn man beides im gleichen Farbstil macht, dann wird es, glaube ich, ein bisschen suppig. Ja, wie wir es ja auch schon haben. Also es geht ja ein bisschen unter. Also Ja, der es Dialog geht ist jetzt unter, Vollton, das genau. geht noch, aber hier die Healthbar und so, du hast schon recht, ja. Das ist alles nicht so. Und vielleicht auch dann, wie du es bei dem anderen hattest, eine Grundfarbe nehmen für die ganzen Tools. Weil das, was dir gefallen hat, war ja alles in diesem braun, graubraun, anthrazitfarben oder diese eine Geschichte. Ja. Und die war sehr dunkel, was auch wiederum in dem Fall, also das Eins. Dunkle wäre ein schöner Kontrast. Ja. Also was viele Spiele Oder übrigens für die auch machen, Kasteln. Ja. ja, die kasteln das alles ein. Alles Also immer das hier ein. zum Beispiel hier unten, gerade mal gucken, ob wir da irgendwas sehen, die halt diese ganzen Elemente, die unten sind. Altbacken, das ist echt altbacken. Naja, es ist ja, also in dem Fall ja auch Ja, in dem Fall die gehört es zu Mittelalterwelt, dem oder? Spiel und deshalb schon auch, aber für mich hat es was sehr, also ja, es hat alles eine Berechtigung, aber das ist nicht in meinen Augen Octo Awesome. Nee, das widerspricht dem Grafikstil total. Ich sehe jetzt hier gerade so ein paar Argumente von Ja. Henjefi, dass das von Minecraft ganz cool ist eigentlich. Also können wir mal gucken, wie Minecraft das macht. Das würde dann klassischerweise so aussehen. Also das ist super pixelig im Ja, das Prinzip. machen die absichtlich. Sie quasi orientieren sich an ihrem Stil vom Spiel, oder? Weil Minecraft sind Klötzchen, Make also sense for me, eben, das absolut, meine ja. ich. Und in die Richtung, also ich würde es, glaube ich, jetzt so nicht machen. Das würde ich nicht kopieren. Also den Grafikstil, das Kein muss nicht Fall. sein. Wir Weil man es kopieren hier ja auch nicht, nichts. weil man es ja auch nicht wahrnimmt. Aber ich würde nicht in diese extrem fotorealistische Darstellung gehen, sondern ich würde simpel bleiben mit den Flächen. Simpel eher in die Ah, Comic-Style-Richtung, das ist auch noch diese. interessant hier. Also Dialoge schauen dann. Ups. Hab's gleich. So aus. Also auch da super trist eigentlich und pixelig. Ja, wird also nicht ganz so einfach werden. Ja, Müssen doch, wir. weil ich finde, ihr seid schon in einer ganz guten Richtung. Man muss da nur minimalst, also ihr seid schon nicht auf dem falschen Weg. Also da würde ich gar nicht viel von der Richtung ab. Also zum Beispiel hier fällt mir jetzt auf, was man an denen, die Buttons würdest du super aufwerten, wenn du sie eben erstmal farblich absetzt. Ja. Und dann die Schrift. Die Schrift in Ja. den Buttons geht total verloren. Wir können wir gerne einen anderen nehmen. Also im Moment ist es halt Areal, weil wir auf allen Maschinen Areal haben. Richtig, und ich würde in dem Fall, es hast du viel zu viel Fläche links und rechts und in der Mitte steht ein kleines Äbchen drin. Ja, man kann mehr Luft geben. Also das geht schon auch. Kann man sie auch kleiner machen, die Buttons? Aber Also ja. genau, aber in dem Fall wären das ja jetzt die maximal wäre ja Credits Crew, oder? Von der Breite her, ja. Ja, ich würde es auch Versal schreiben, glaube ich. Das gehört zu Buttons, gehört eine. Da würde ich eine. Kann man da eine Schrift nehmen, die ihr irgendwie. Ich
Also im Moment ist es dadurch, dass es halt ein Gitterprojekt ist, können wir keine Okay, keine Schriftarten. Schriftarten eigentlich, sondern es muss irgendwie sich im System orientieren, oder? Genau. Also im Prinzip bleiben uns aktuell, um es einfach zu halten, die Systemschriftarten. Aber es kam eh schon der Vorschlag, dass wir einen eigenen Schriftrenderer basteln. Ne, Julian? Und dann wäre das anders. Aber für den Moment haben wir leider nur die Es ist doch Systemschriftarten. ganz egal, auf welchen Maschinen die Schriftart ist. Rave nicht Okay. ganz. Also du musst der Content Compiler braucht die installierte Bald auch TrueType-Schriftart. haben, okay. Und das ist das Problem. Wenn Auch sie mal haben. kompiliert ist, dann ist kein Problem. Da, der Julian hat es schon gesagt. Ja. Aber wenn man das Kompilat mit rein macht, dann ist das kein Problem wiederum. Das können wir machen. Dann müssen wir halt Schriftarten nehmen, die trotzdem verfügbar sind. Also die Google-Schriftarten sind okay. Ja, das ist man ja Aber eh schon. Also Google Fonts ist ja schon Wahnsinn. Da ja, kann das man stimmt sich ja schon. schon wirklich wunderbar bedienen. Also Ja, stimmt. Weil ihr bei braucht jetzt Schritte. keine eigens kreierte Schrift dafür. Einfach nur eine, die ein bisschen mehr hergibt Oh, eigentlich. Handy fragt gerade, ob man die mit in die Assets integrieren kann. Auch das wäre natürlich eine Option. Also, dass man den Button fertig mit Text rendert, müsste man dann halt für jeden Scheiß machen. Und das ist halt die Schwierigkeit auch wiederum. Dann müssen wir Grafiken einbauen für jeden Button. Das ist halt super unflexibel. Vor allem, wenn man es lokalisieren möchte oder so, dann fängst du nochmal an, für jeden Button eine französische, eine englische und eine deutsche Version zu machen. Deshalb ist es schon sehr bequem, das mit Text zu rendern. Also, ich würde gerne bei der Textrender-Variante bleiben, einfach aus Flexibilitätsgründen. Ja, dann. Das heißt, ja, die Tendenz ist eh. Oh, das ist eine gute Idee. Der Maximilian sagt hier gerade, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal Kenny fragen, ob er nicht Privatstunden geben will? Oder wer hat das gerade gesagt? Irgendwer sagte, frag doch Kenny, ob der uns nicht arbeiten möchte. Nee, mit Was? dem Schriftart mit seinem Sammelsurium. Ja, eh. Die Schriftarten, die von Kenny kommen, sind scheiße. Das sind so Pixelschriftarten, die echt schlecht sind. Also, kann ich mal ganz kurz zeigen. Mit denen können wir, glaube ich, nichts anfangen. Fonts, die sehen halt so Wie aus. wird dem Kenny geliefert? Was sind denn das? Was denn? PNGs oder was kriegst du von Kenny, wenn du es. Pingis. Also das, was ich von ihm kriege, ist das, was ich dir gerade gezeigt habe. Im Prinzip, ja, das ist aber nur die Preview. Das ist ein fertig gerendertes, aber die Ja, Bauteile sehen so aus. easy. Okay. Bauteile sehen so aus. Die schneidet man dann halt zur Runtime auseinander. Also ich lade das da und wenn ich hier mehr Platz brauche, dann ziehe ich es einfach auseinander. Okay. Ja. Also das ist das dann, was ich brauche. Wenn du dann so eine Grafik hast, dann Paint. Ja, genau, das habe ich mir schon. Dann schneide ich sie einfach auseinander. Also quasi. Hier einfach bei einem Drittel so. So schneide ich sie dann auseinander und skaliere das dann. Und kachel das halt, wie ich es brauche. Ja, okay. Nee, ich wollte nur gerade nur sehen. Also man kann mit denen auch farblich auf jeden Fall noch arbeiten. Das sind alles einzelne. Man kann dich da unten nicht Ja, hören. nee, ich bin auch eher so arm. Ich wollte nur, man kann die also farblich so easy verändern. Assets 2, dann sind dann halt diese dabei. Das macht es nicht besser. Die Kenny-Schriftarten sind alle nicht so. Die passen nicht zu. Das P Pixel passt zwar, aber sie ist echt schlecht zu lesen. Die habe ich mal in Das einem Spiel, braucht man die richtig. habe ich, glaube ich, beim Rheinwerk-Adventure verwendet. Nee. Nee. Nee, nee, macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist auch zu viel dann wieder. Zu viel. Das ist dann so dieses gewollte, wir machen überall alles aus Quadraten. Das macht es nicht besser. Muss ich absetzen. Aber wie gesagt, ich fände das jetzt nicht schlecht. Ich würde da aber eben einfach nicht diese Farben wählen. Das ist auch noch mit dabei, oder wie? Nee. Guter Hinweis. Rafe weist gerade auf ein alternatives Pack hin. Das ist eine gute Sache. Den haben wir natürlich auch hier. Das habe ich bisher nur ausgeklammert, weil das mit Space markiert ist. Und ich dachte, Space, das wollen wir nicht. Also es gäbe das da noch, was halt nicht passt. Aber das, was Rafe meinte, ist eigentlich der Base Pack. Das da. Schlicht bunt. Aber ist wahrscheinlich wieder. Nein, ich finde das gar nicht schlecht, was ihr da gemacht habt. Nur nicht diese Farben, die du ausgewählt hast. Und eine andere Schrift. Also, du kannst mir einen Screenshot mal vom Spiel schicken.
Und nur, ich kann euch nur mal den Startscreen zeigen, wie er mit anderen, wie ich ihn farblich, glaube ich, machen würde. Gerne. Und mit den Schriften. Und dann, glaube ich, kann man schon relativ schnell erkennen. Handyfrachkarte, welche Farben würdest du denn nehmen? Also was wäre denn so ein bisschen deine... Das muss ich ausprobieren. Okay. Das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich werde auch zwei, drei Sachen ausprobieren. Ich würde hellere wahrscheinlich nehmen, weil das Spiel doch in vielen Stellen doch eher dunkel ist. Naja, das Spiel ist halt sehr farbenfroh, dadurch, dass wir halt Wetter haben. Also noch nicht, aber später gibt es dann vielleicht auch Schnee. Also je nachdem, wo du dich befindest. Hier ist halt sehr viel grün und leuchtend. Mhm. Es gibt die Schneebiome, da ist dann halt... Warte, das kann man doch... Inzwischen geht das doch. Wir haben doch diesen geilen Teleporter. Also ich finde das eben gar nicht so leuchtend im Spiel. Also ich finde auch die Farben im Spiel ziemlich... Da, jetzt haben wir hier eher hell und Schnee. Ja, aber es ist immer noch besser als mit... Ja, nee, es ist immer... Dann gibt es Tag und Nacht, was jetzt auch noch nicht so ersichtlich ist, aber der Himmel wird irgendwann dunkel. Also gerade nicht, aber es kommt da noch. Das heißt, die Welt an sich ist wie die echte Welt auch. Mal schön hell, mal schön dunkel. Also es muss immer passen. Was natürlich denkbar ist, ist, dass das UI sich entsprechend anpasst. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich ein UI runterdimmt, wenn es hell wird oder so. Denkbar. Ja, das muss man dann eben an den verschiedenen Einstellungen testen. Schön. Ja, ich muss diesen Dialog im Chat mal kurz vorlesen. So, die Frage, welche Farbe soll es denn sein? Aline sagt, muss ich ausprobieren. Und dann, naja, könnt ihr anbieten, lila, blassblau mit grünen Punkten. Und Handy schreibt, 16 Millionen Versuche später. Du hast halt einen Farbraum von 16,7 Millionen Farben. Sehr, sehr süß. Ja. Ja, wir haben ein lustiges Publikum. Ja. Ah, okay. Ja, dann gibt es auch Spiele, die das nicht so offen haben, wie wir das genau, im Moment haben. Genau, die Farben, die im Spiel sind, eher blass. Finde ich nämlich auch. Ja. Das ist eher... Im Moment, ja. Das ist kein leuchtendes. Ja, im Moment ist aber, um jetzt zu entscheiden, wie es aussieht oder... Na, von den Farben her bleibt es schon so. Also ich denke, die Blöcke werden die Texturen beibehalten. Was später noch kommt, werden hübsche Shader-Effekte sein. Also Lichteffekte, dass die Sonne besser draufknallt und so. Das wird noch kommen. Aber von den Texturen her, glaube ich, haben wir jetzt einen Stil erwischt, den ich eigentlich sehr schön finde und den ich eigentlich auch gerne behalten möchte. Ich muss immer an Donauwelle denken, meine Güte. Bei diesen Dingern da? Immer. Ja, es sieht aus wie ein Kuchen, das stimmt. Vor allen Dingen Donauwelle. Ich muss wirklich an die Donauwelle. Julian, ich dachte, diesen Versatz hätten wir gefixt. Was ist denn da passiert, Julian? Nein, es ist seine Engine, die das verbockt. Und ich dachte, er hätte irgendwann mal vor Wochen eine Nachricht geschickt, hurra, ich hab's gefixt. Weil er scheinbar nicht hier. Muss er noch aktualisieren. Gut. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht, dass ihr da auf einem völlig verkehrten Weg seid, aber die müssen natürlich richtig platziert werden. Wie gesagt, die Farben und die Schriften. Und dann ist man schon auf jeden Fall in einer, ja, finde ich, ganz guten Richtung. Okay, also wir sind auf einem guten Weg. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Ja, jetzt müssen wir es halt machen, ne? Okay. Ich schicke dir Screenshots. Und die Elemente. Das Zeug da unten. Und die Originale. Die Originale. Du hast Kenny schon, hast du schon für die eine Lizenz dir geholt? Ja, ja. Genau, für Kenny haben wir Lizenzen. Dann kann man das. Kenny brauche ich. Und ein Screenshot, alles, was du abbilden willst. Ah, gefixt haben wir es mit den Texture Arrays. Julian, wir müssen das dringend reinmerchen, was wir da haben. Können wir das jetzt machen? Weil ich glaube, Aline wird jetzt sicher nicht sich hinsetzen und den Kram machen. Ja, ich bin, das Problem ist gerade, du weißt, ich habe morgen eine Abgabe und ja, ich wollte jetzt eigentlich noch arbeiten und es ist schon wieder eigentlich Bettgehzeit für mich. Aber ich will es eigentlich schon machen, also weil ich gerade, keine Ahnung. Also ich bin jetzt drüben am Rechner, von dem her schickst du mir jetzt ganz kurz, aber nur ganz kurz dann. Ja, okay. Schick mir mal rüber, ich schau mal, ob ich schon mal was. Okay, ich schicke Ihnen mal ganz kurz die Screens, in der Hoffnung, dass sie auf die Schnelle ein paar coole Farben findet für uns. Das wird ziemlich cool. Dann hat jetzt gerade der Rave gesagt, mach mal standardmäßig das Debug-Zeug aus. Gute Idee, weil das sieht dann alles prompt wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Oh Gott, Aline kann nicht arbeiten, die Maus ist weg. Unten auf dem Tisch liegt eine Maus. Willst du eine andere haben? Ich habe hier bestimmt irgendwo eine. Aline vermisst ihre Maus.
Ich habe hier eine Maus, warte mal. Ja, ja, okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Also, ich mache mal kurz ein paar Screenshots, damit Aline es hat, was wir brauchen. Wo ist denn eine schöne Stelle, wo man das machen kann? Das ist doch ein schöner Ort, um einen Screenshot zu machen.